Moin, moin, eine neue Runde Satisfactory. Ja, ich habe jetzt gerade mal geschaut, was da oben war. Das letzte Mal in die Folge, obwohl die plötzlich die Cases weg waren. Da waren ja 200 in der Maschine drin und da drüben eben nur 80 und 70 oder sowas. Und 5 haben wir gemacht, aber die sind alle weg. Und ich habe jetzt mal geguckt, ob man nicht durch Zufall irgendwie noch einen anderen, sagen wir so, Teleporter hatten, wo das irgendwo rausgekommen ist, wo es nicht sollte. Nö, keine Ahnung, wo die restlichen verschwunden sind. Ich weiß es nicht. Ja, das müssen wir uns dann mal gleich anschauen. Allerdings, ja, jetzt bauen wir gleich weiter. Und zwar, das ist das, was dann in den nächsten Tagen einmal einstellt, und zwar den Bahnhof hier umbauen. Den hier. Nachdem dieses Ding da hinten funktioniert. Ja. Und warum? Der wird verlängert, weil ich muss hier unbedingt einmal das hier trennen. Und zwar ist gerade nichts drin. Steht der Zug wieder irgendwo? Hier kommen normalerweise Computer und diese Platinen, oder waren es die? Weiß ich gar nicht. Die waren es an. Interessant. Steht der Zug wieder irgendwo? Warte mal. Das müssen wir uns jetzt mal gerade anschauen, weil wenn die nämlich, wenn ich einen Spielstand lade und die stehen. Bauzug. Mein Bauzug ist uninteressant. Plastik-Mainbase. Und die stehen in Alu-Mainbase. Ne, da fährt er. Einem Bahnhof, bei mir ist das ja schon seit Monaten so, ne, die gefixt, dann fahren die da nicht mehr raus. Ja, interessanterweise. Ich habe keine Ahnung warum, aber da kommt er gerade. Jetzt muss man gerade mal gucken. Hat 3 Waggons dran. Donnert hier rin. So, ich will das nämlich trennen. Die blockieren sich da oben, die sind ja, da sind die Computer und die Platinen auf einem Band. Und das will ich trennen. Das funktioniert ja so. Das hat aber was, das hat ja nichts mit Mod zu tun. Stellt sich die Frage, ob ich den Mod-Spielstand erstmal drin oder in dem dann ohne. Das muss man gucken, wie die Dinger funktionieren. Ich guck mal gerade, was kommt denn da an? Man kann das nicht öffnen, wenn die Dinger da beladen werden. Jetzt, da kann man nicht draufklicken hier, um zu gucken, wie viel ist da drin. Ja, dann müssen wir jetzt mal schauen. Warte mal. Das geht erst, wenn die da oben wieder raus sind. So, da sind sie. Ist gar nicht. Ist das kein Fünferband? Da sind die Computer. Interessant. Haben wir so viel verbraucht von den Dingern? Naja, wie dem auch sei. Was wollte ich machen? Achso, wir gehen mal zurück zur. Nee. Wir gehen. Ach, übrigens, hier. Ich habe keine Ahnung, was das soll. Hier. Wenn ich jetzt hier drauf gucke, das hier an. Das Ding ist an. Da seht ihr das. Das Ding ist an. In dem Moment, wo ich mir die Dinge angucke, macht er hier oder legt das Ding ein Logfile an oder was auch immer. Ne? Es ist, weil dieser Mod-Loader, der ist ja auf Laufwerk C, den kann man auch irgendwie nicht ändern zum jetzigen Zeitpunkt, macht das Ding auf einmal 8 GB pro 20 Minuten. Schaufelt das Ding, der Mod-Loader, auf das Laufwerk C. 8 GB pro 20 Minuten. Ja, wenn das Spiel dann beendet wird, wird es auch wieder gelöscht. Ne? Irgendwelche temporären Dinger, keine Ahnung. Wir wollen jetzt einmal, lass sie da hinten mal machen, gehen jetzt einmal zum Ölfeld. Ich habe hier Motoren, können wir mal machen, nochmal auffüllen. Das nervt mich ein bisschen mit dieser extrem hohen Strahlung. Wenn mir das zu viel ist, schmeiße ich es gerade wieder weg. So, die machen wir mal. Kabel können wir auch noch mal auffüllen. Komm, nehmen wir noch eins mit. Davon haben wir, von den Dingen können wir, keine Ahnung, wir nehmen es einfach mal mit. Warte hier, das sind die hier. Den füllen wir mal kurz auf 100 auf. Ah, die Rohren und die anderen Dinger einmal. Hier. Zack. Und ihn hier brauchen wir, glaube ich, für den Bahnhof und die anderen auch. Das ist, wo habe ich die denn? Die sind, glaube ich, hier. Da sind sie. Nehmen wir den nochmal. Und den nochmal. Ja, komm, dann können wir die Stäbe auch nochmal auffüllen. Die hier. Nehmen wir nochmal einen hier mit. So. Dass ich da so viel Items hier habe, hier, da leer ist, das kommt von dem Milestone 100 Mod. Ja, so viel hat man nämlich normalerweise nicht. Ich guck mal gerade da durch. Da muss man gucken, wenn der wieder nicht funktioniert, dann nicht, dass mir die ganzen Items, die ich da drin, wieder weg sind. Ist irgendwas vollgelaufen? Nö, ist nichts vollgelaufen. Dann ab zum Ölfeld. Oh, komm. Hier hoch.
Da lang, da und. Wo ist denn da hin? Eul East? Nee, der hat keinen anderen. Ach doch. Der hat da hinten noch einen, aber das macht jetzt auch nichts. Genauso wie das hier umgebaut wird. Das hier, da hinten, das hier, das wird alles umgebaut. Hier das funktioniert nämlich auch vorne und hinten nicht, aber das hat ja auch nichts mit Mod zu tun. Das kann man dann machen, wenn die Experimental draußen ist und man ohne Mods spielen muss. So, jetzt gehen wir aber mal hier hinten hin. Glasfußboden, kann man unten ins Wasser gucken. Hier rüber kommt ein bisschen Plastik raus. Läuft hier eigentlich noch irgendwas über oder hier lang? Hier lang? Nee. Du kannst mal weg. Danke. Irgendwelche Viecher. Und zwar, da sind übrigens in diesen Dingern, was ich umbauen will, da sind 11 von diesen Power Charge drin, die wir da nicht mehr benötigen, weil ich das so mache, dass es ohne geht. Von dem ich seit Ewigkeiten keine Schnecken gesucht. So. Jetzt gehen wir hin. Also, das ist das, muss man dann mit der Strahlung einmal nachschauen. Wenn das hier natürlich immer alles verstrahlt ist, wie Harry, das finde ich natürlich ein bisschen blöd. So. Die Dinger werden angeschlossen. Ich habe keine Ahnung, wie viel die verbrauchen. Da unten ist noch kein Band dran. Das letzte Mal da hinten, die produzieren ja jetzt ihre komischen, da hinten ihre Reaktorkerne. Da brauchen wir jetzt nicht gucken. Und hier brauchen wir einen zweiten Bahnhof, wo der verstrahlte Rotz ankommt. Hier ist die Kohle. Man könnte natürlich jetzt, das ist der Bauzug. Sollte er zumindest sein. Wir gucken mal hier schnell rein. Ja. Ach, hier haben wir noch jede Menge. Was ist, steht denn hier eigentlich alles rum noch? Naja. Naja, alles klar. Könnten jetzt natürlich entweder hier einen Bahnhof hinmachen. Da wird es aber wieder eng mit dieser Schiene. Das funktioniert ja wieder nicht mit diesen Kurven. Hier, leider. Vielleicht ändern sie da auch mal irgendwas dran. Irgendwann mal. Oder aber. Das Kohleding für diese Dampfkraftwerke da. Da, verbrauchen Pillepalle. Ja. Können hier das mal zumachen. Hatte ich wahrscheinlich wieder keinen Zement. So. Einen neuen Bahnhof machen. Der bleibt hier, der bleibt Bahnhof, Reaktorkern. Das machen wir auch mal, bevor der Zug kommt. Der bleibt nämlich jetzt gerade stehen, weil er seinen Film und seinen Weg wieder nicht findet. Wahrscheinlich bleibt er die ganze Zeit jetzt stehen. So. Bis ich ihn wieder anschubse. Bahnhof. Fracht. Nach da hinten. Jetzt müsste es eigentlich wieder funktionieren. Und zwar, das müsste ich sehen, wenn der hier sagt, er hat keinen Strom. Hat er aber. Trotzdem kann es sein, dass der Zug jetzt stehen geblieben ist. Der kommt ja aus der Wüste, der die Kohle hier anfängt. Von ganz da hinten. So, das Ding nennen wir jetzt. Wie nennen wir den dann? Reaktor. Habe ich denn den genannt da hinten? Lass mich mal kurz gucken. Ich habe den ja hier so einen Bar Namen gegeben. Namen gegeben. Müsste jetzt ganz unten sein. Der ist nicht ersichtlich. Warum ist er das nicht? Wieso ist der da hinten nicht ersichtlich? Interessant. Der müsste eigentlich da hinten. Sag mal her. Menü öffnen. Bahnhöfe auf der Karte. Machen wir den ganzen Kram hier weg.
Reaktorkorbproduktion, da ist er. Energiestatus verbunden. Verbunden. Reaktor. Interessant, ne? Reaktor, Core, was habe ich gesagt? So, wenn man nämlich jetzt hier guckt, macht einen Zeitplan. Ach so, ach, ich bin blöd. Das sind ja die Zeitpläne der Züge. Und hier, ja. Mein Fehler. Ist klar. So, Reaktorkorbproduktion, dann machen wir den hier Reaktorkor. Anlieferung. Zack. Der Kohlezug ist aber wirklich weit irgendwo, ne? Mach mal hier. Fahrzeugekarte. Schade, dass man hier diese. Die sind da hinten. Warte mal. Purex Kohle. Dampfkraftkohle. Der ist ganz da hinten. Alles klar, er fährt auf jeden Fall. So, das heißt, dieses Gelumpe kann ich eigentlich stehen und bauen. Nee, kann ich nicht. Hier aber. Muss hier rein und nach da hinten. Was überhaupt kein Thema ist. Das heißt aber, wir bauen, Kollege. Servus, alles klar. Aha, wir müssen hier unten durch. Okay, hier, auf dem Ding. Alles klar. Ich habe hier noch nicht entschieden, wie ich das mache mit einer zweiten Reihe. Ne? Wisst ihr, das da. Das heißt, hier kommt erstmal das Zeug. So. Und damit das hier einfach schnell einfach wegtransportiert wird, machen wir hier ein Fünferband. Ich will nicht. Ja, hier, der ist jetzt natürlich, der ist natürlich hier, der ist natürlich da, alles klar. So, dann müssen wir hier einmal wieder, kommen Sie ran. Das ist ja wieder geil. Oh. So und so. Mach hier aber zwei. Mach das so. So. So, 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 nein. Ach. So. So. Und dann kommt der hier. Ja, genau. Da kommt er nicht hin. Hier hin. Habe ich den einen da hinten auch noch hingesetzt, aber das ist erstmal Latte. So. Der Kram geht hier lang. Habe ich hier eigentlich einen Ausgang? Wo habe ich den hingemacht? Den habe ich hier hingemacht. Sehr gut, habe ich mal mitgedacht. So. Jetzt gehen wir mit dem. Da rennen wir jetzt hier vor. Jetzt wieder ist im Weg, solange bis hier unten steht, das Band ist zu lang. Jawohl. Und nochmal hier vor. Und dann kommen wir da vorne erstmal an. Passt das? Ja. Und da müssen wir gucken. Ich will das. Warum schnelles Band? Damit hier die Dinger da hinten, die die Strahlung haben, ziemlich schnell erstmal nach da hinten verschwinden. Ich mache mal das Ding da hier zählen. Dann müssen wir mal gucken. Der Kram geht hier wie? Der geht da unten hin. Und kommt dann da lang. Alles klar. Das habe ich hier. So gemacht, da kann man nämlich diese einen Fundamente benutzen, die. Da machen wir hier auch ein. Das ist raus zu, ist genau. Machen wir es mal so. Diese Fundamente benutzen, die das zumachen. Ich zeige euch das mal. Da müsst ihr hier den Kram benutzen. Hier, das ist neu, das ist aus dem Milestone-Mod. So, wir brauchen. Bist du eine Einser? Nee, du bist eine. Was bist du für ein Band? Ein Zweierband. Also brauche ich hier auch das Ding. Dann macht man so und so. Ach so, das haben wir wieder diese. So.
Ach, ist jetzt erstmal, warte mal. Ist jetzt erstmal wurscht, so. Der muss jetzt nach da hinten. Und der geht hier runter. Und da brauchen wir hier den Fünfer, den, das hier. Und hier unten hin. Ja. Warte mal, dann machen wir doch den hier. Das snappt wieder geil. Machen wir den hier unten auch hin. Wieso spiele ich eigentlich ständig in der Nacht? Schon wieder dunkel. Also nicht draußen, also nicht in echt, sondern hier. Den müssen wir eins runter machen. Nee, so will ich es nicht. Sagen wir mal so. Und so. Dann gehen wir. Jetzt komme ich dann natürlich nicht rein, ne? Ja. Oh. Licht. Wo bist denn du? Du stehst hier, genau dort, wo ich stehe. Hier, so. So machen wir das. Leider geht der Hammer da weg. Geht das jetzt hier da so durch dieses Gitter? Das gefällt mir eigentlich nicht. Das muss ich mir da mal angucken. Da müsste ich jetzt eigentlich schon wo. Mal den ein bisschen so abschrägen, so vielleicht. Ja. Okay, machen wir es halt zu. Irgendwie, irgendwann. Ist alles hier noch im Bau. So, ich habe übrigens vergessen, den Ton von meinem Handy auszuschalten. Merke ich gerade. Alles klar. So, jetzt sind die hier hinten. Ich gehe nochmal schnell dahin. Ich mache Render nicht. So, jetzt rennt er wieder. Hier wenigstens Licht. Machen wir eine Taschenlampe aus. So, das ist jetzt hier hinten dran. Ich habe jetzt keine Ahnung mehr, wie viel von diesen Dingern verbraucht werden. So. Das kommt jetzt dann. Die sind ja noch gar nicht angeflossen. Die müssen wir jetzt auch noch mal da oben anschließen. So. Sind die auch da angeschlossen? Ja. Die schließen wir jetzt alle da hinten an. Jetzt schwimme ich hier wieder. Wenn man schwimmt, kann man nicht bauen. Ja, das ist auch wieder so. Ja gut, wenn man halt nicht mehr schwimmt, kann man nie bauen. Ne? Jetzt stehen da unten die Glasdinger. Machen wir das mal kurz so. Ich mache hier ein Fundament hin. Und da eins. Und da hinten eins. Wenn man auch bauen kann. Und das hier dran. Oh. So, jetzt sind wir eigentlich gleich. Da haben wir jetzt angeschlossen hier, ne? Jawohl. Da muss ich hier aber nochmal den hinmachen. Den hinmachen. Weil nachträglich gehen die nämlich da nicht dran. So. So, gehen wir hier hoch. Ich habe das jetzt erstmal hier nicht. Der geht halt jetzt da dran. Dann bleiben die erstmal da stehen. Um mal zu gucken. So, ich gehe jetzt mal hier zurück. Was wir nämlich jetzt machen. Die müssten jetzt hier funktionieren. Die müssten so, die müssten da dran gehen. Ich gehe jetzt mal dort, wo wir diese Dinger herstellen. Hin, bis gleich. Ne, brauche ich gar nicht, bis gleich. Was habe ich hier eigentlich hingestellt? Generator 1, hier steht auch so ein Ding. Ja, komm, brauchen wir noch nicht bis gleich machen. Dampfkraft, aha. Hier,
Bitte. Zack. Wie lange ist hier eigentlich Nacht, Mensch? Nee, hier, Sonne geht auf. Ach, hier sind wir ja wieder im Nebelgebiet. So. 30 nur noch. Autosave-Starting. Ja, alles klar, dann bleibe ich mal kurz hier stehen. Lass mal kurz hier. Also, wir machen jetzt den. Wir nehmen jetzt den Zug in Betrieb. Wir nehmen jetzt den Zug in Betrieb und gucken uns das mal an. Erfolgreich. Speichern erfolgreich. Na, das ist doch schön. Hier, guckt euch mal die Strahlung an. Das ist ja nicht mehr feierlich. Also ich habe bei einem Kollegen das gesehen, aber der war jetzt schon Ewigkeiten in seinem, der hat YouTube-Videos, er macht auch Livestreams, nicht mehr in seinem, in der Nähe von seinem Dings, der hat doch nicht so viel Strahlung abbekommen. Wie ein Blöd. Das ist der Ausgang, das ist der Eingang. Kann doch nicht sein, oder? Also das wundert mich jetzt ehrlich, dass die Dinger so... Ich dachte, guck mal hier, hier wird es ja sogar mehr, ne? Ich gehe ja von den Dingern weg. Ja, jetzt wird es weniger. Lass die mal da weg. Und hier wieder massiv. Massiv, warum plötzlich? Hier, ne? Da sind keine. Und da ist auch kein Casing, ne? Gut, weil ich das Ding hier abgebaut habe. Verstehe ich jetzt nicht so ganz. Wie viel von den Dingern speichern dann die? Nicht, dass das da dran liegt. Ja, hier, volle Dröhnung. Volle Dröhnung, aber ich mache jetzt erstmal hier, wir bauen jetzt einen Zug. Und zwar Transport. Bestimmt wieder nicht genug dabei, doch. So. Dann baust du einen Waggon. Der nicht snappt. Snappst du jetzt da nicht, weil da eine Kurve ist? Nochmal. Lokomotive. Güterwaggon. Wieso snappt denn der nicht? Bist du angeschlossen oder bist du nicht angeschlossen? Interessant, die haben doch vorher immer dran gesnappt. Naja, wie dem auch sei. Du bist jetzt Reaktorkern. Wer bist du denn? Mord. Wer bist denn du? Wer bist denn du? AKW-Müll. Wo fährst denn du hier lang? Naja. So, halt. Ach, wir haben den anderen noch nicht. Aber das macht nichts. Wir beamen uns ja da gleich hin. Der Zug braucht ja ewig, um da hinzufahren. Der hier. Sind die ganzen Dinger hier drin. Ne? Jetzt guck mal. Jetzt stehe ich hier dran und krieg weniger Strahlung als da hinten. Nee. So, 46 von den Dingern hat er. Das ist ja das, was ich irgendwie jetzt... das war ja vorher, bevor die Maschinen an waren, hat ja hier, war ja überhaupt keine Strahlung. Nur von ein bisschen von dem Uran. Das ist ja das, was ich jetzt ein bisschen seltsam finde. So, als du da brauchst, du brauchst den Reaktorkernproduktion und dann brauchst du den Reaktorkernanlieferung. Bitte. Wir beamen uns gleich da hinten hin zum Ölfeld. Und gucken. Weil da muss ich das Ding noch auf Entladen stellen. Funktioniert. Funktioniert. So, renne ich mal schnell hier hinten hin.
Und sehen uns gleich am Ölfeld. Ich merke gerade Folgendes, ich bin hier hinten beim Ölfeld angekommen, der kann ja hier nicht umdrehen, der Zug hat nur eine Lok. Wenn der hier steht, kann er nicht zurück und sagt dann, er findet die andere Anlage nicht. Das ist jetzt aber erstmal egal. Das machen wir dann. Das kriegen wir dann noch hin. Ich warte jetzt mal kurz hier, bis der da ist. Bis gleich. So, da ist er. Das ist der Reaktor-Kern-Mod-Zug. Der kriegt jetzt gleich eine Fehlermeldung, weil er nicht weiterfahren kann. Das ist aber jetzt erstmal egal. Da kommt er an. So, jetzt gucken wir hier mal nach der Strahlung. Ich habe den Anzug ausgezogen. Dann gucken wir uns an. Da ist er. Der hält jetzt gleich an. Ich habe das Ding auf Entladen gestellt. So, hier. So gut wie keine Strahlung. Warum das da hinten jetzt wie irre ist, keine Ahnung, aber das ist, dann ist mir das auch egal, wenn man jetzt hier nicht so ist. Müsste der jetzt entladen? Jawohl. Ihr guckt. Deswegen hat der Kollege auch in seinem, hier, nix Strahlung. Ja. Und da hinten ist es ja nur so explodiert, aufgrund plötzlich jetzt, wo wir die Maschinen eingeschaltet haben. Aber ist jetzt erstmal wurscht, da müssen wir jetzt nicht mehr groß hin. So, jetzt lasst ihr mal da gucken. Entladen. Musste das Gelumpe da hinten ankommen. Gehen da einmal lang. Hier rum. Entlädt er die auch, weil der Zug jetzt da die Fehlermeldung, auch wenn der Zug die Fehlermeldung hat oder nicht. Ja, alles weg. So, dann gehen wir mal da hinten hin. Da ist das Zeug ja hier schon lang geschossen. Schauen uns das jetzt mal schnell an. Was eine Rennerei hier. Mal, mal gucken. Ne? Das müsste jetzt hinten. Ich habe die vorderen sind ja gar nicht angeschaut. Da stehen sie. Da sind sie. So. Dann nehmen wir jetzt den einen mal in Betrieb und setzen den mal mit ans Stromnetz. Zack. Wo stehen sie denn? Da sind sie. Wir nehmen. Ja, hier. Bin ich zu fett, komme ich hier wieder nicht durch. Wir nehmen den. Haben wir den jetzt eigentlich auch schon angeschlossen? Nee, noch nicht. So, den nehmen wir jetzt. Dich mal nochmal weg. Und den tun wir jetzt dahin ver... Bin so wirklich zu fett zu. Den schließen wir jetzt da an. Bitte. Jawohl. Und dann gucken wir uns das mal an, was die Dinger da verbreiten, verballern. Zack. So, da sind sie. Da rein. Der läuft natürlich jetzt der voll, ne? Weil die anderen da halt mit den Splitter nicht angezogen sind. Aber das ist ja jetzt erstmal egal. Reaktor Cores. Reaktorstatus offline. Output Max 1 GB. Output Power jetzt. Jetzt müssen wir mal gucken. Muss der jetzt erstmal komplett voll sein, bevor der überhaupt, weil der spricht ja hier von Kernen. Ja, Mehrzahl, Plural. Braucht der 100 Stück? Also, das waren ja jetzt 46, die da drin sind, ne? Echt jetzt? Haben 26% gegeben? Da ein bisschen heftig, oder? Naja, gut, alles klar. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich fix den Zug, ne, und dann gucken wir uns das nochmal an. Bis dann, ciao, ciao.